ich empfinde die heutige Literaturszene als wirklich gnadenlos ich-verseucht. Der Titel unseres Abends, Humor, Regenschirm der Weisen, den rufe ich in Erinnerung. Ich lese Ihnen kurz etwas vor. Ich habe Dirk Stermann, so wie allen, ein Mail geschrieben und ihn gebeten, mir zu sagen, was er lesen wird heute. Und ich habe eine Antwort bekommen. Liebe Frau Striegel, wenn ich am Mittwoch etwas lesen würde, wäre wahrscheinlich niemand sonderlich daran interessiert. Aber vielleicht liest mein Namensvetter aus Österreich, Deutschland, ja etwas aus seinem neuen Werk Maxim. Herzliche Grüße aus Ostwestfalen und eine schöne Lesung in der kommenden Woche. Dirk Stermann. Das passt zu den vielen Doppelgängern, die in unseren heutigen Texten herumgeistern. Und es ist für mich schon auch ein Beispiel für Humor, denn diesem Mann ist das sicher nicht zum ersten Mal passiert, dass er als der Autor und Fernsehmoderator Dirk Stermann angeschrieben wurde. Und er hat trotzdem ziemlich souverän geantwortet, finde ich. Es stellt sich aber auch die Frage nach dem Humor. Also Humor als der Regenschirm der Weisen, das ist eine positive Auffassung, stammt von Erich Kästner. Es gibt aber auch genügend Autoren und Autorinnen, mir fallen vor allem Autorinnen ein, die gar nicht so begeistert vom Humor als menschlichem Grundwesenszug sind. Friederike Mayröcker zum Beispiel hat sich sehr abfällig über Humor geäußert. Marlene Strerowitz, seinerzeit auch Marlene Haushofer und Ilse Eichinger. Und das sind jetzt lauter Österreicherinnen. Ilse Eichinger hat gesagt, als man sie also auf eine Frage nach, was für sie Humor bedeutet, Humor, ein finsteres Wort. Nach missglückten Reisen, Beziehungen, Operationen taucht es rasch herauf, gezückt und hinterhältig fliegt es an ungeschützte Köpfe. Wir haben jetzt ganz unterschiedliche Formen humorvollen, humorhältigen Schreibens vorgeführt bekommen. Eine sarkastische, wortverliebte, pointendichte Travestie eines Krimis mit Boom, in dem die Sprache der Erotik wörtlich genommen wird, weil die Erotik eigentlich die Sprache ersetzt in mancher Hinsicht. Da hat uns Lisa Eckert einen Einblick gegeben, auch in in das, was Erotik des Schreibens ausmacht, nämlich diese lustvolle Umgang mit den Wörtern. Und wir haben einen feinsinnig vertrackten Abenteuerroman ausschnittsweise gehört mit ironischen Seitenhieben, unter anderem auch gegen den Literaturbetrieb. Die ganze, kann man sagen, fatale Geschichte beginnt ja mit einem Austausch, mit einem Autorenaustausch beziehungsweise dem Zusammenspannen ganz unterschiedlicher Autorenpaare, die sich kulturell irgendwie austauschen sollen. Und das geht ganz schief. Und Stefan Kutzenberger hat einen weiten Bogen geschlagen. Es ist keineswegs ein nur lustiges Buch. Und wir haben jetzt zum Schluss einen Ausschnitt gehört aus einem Bildungsroman, der eigentlich nicht der Bildungsroman eines Sohnes, sondern vielmehr der Bildungsroman eines Vaters ist. Mit allen Freuden, nicht nur der Situationskomik, sondern auch der denunziatorischen Selbstentblößung. Sie haben Beispiele gehört. Und ich würde gerne beginnen, unser Gespräch mit der Frage, wie Sie es mit dem Humor halten. Also
vielleicht auch mit dem Humor als Charakteristikum der österreichischen Literatur, das wird ja auch immer wieder nachgesagt, aber auch, wie sie die eigene, das eigene Schreiben in dieser Humortradition sehen, verorten. Frau Eckert, bitte. Mich in einer eigenen Tradition zu mich in irgendeiner Tradition zu verorten, das wäre, das empfände ich überheblich und zu bescheiden zugleich. Das kann ich nicht machen. Aber was zumindest mein Schreiben, also meinen Umgang mit dem Humor betrifft, ist ein völlig uneingeschränkter und zügelloser. Also ich meine, dass Humor, das ist die große Kulturleistung. Also wenn, es gibt viele Definitionen des Menschen, aber ich habe ihn immer als das Humorbegabte, das lachende Wesen gesehen. Das ist das, was uns unterscheidet. Und dagegen das Weinen, das natürlich oft, also jegliche ernsten Genres, die dann als wertiger, kulturell wertiger empfunden werden, da würde ich immer widersprechen, weil ich immer meine, Weinen, das ist unsere allererste Reaktion, wenn wir auf die Welt kommen. Jedes Kind weint und ich darf gerade selbst mit einem kleinen Kind verfolgen, dass das Lachen erst später einsetzt. Und deshalb erscheint es mir als die Kulturleistung und habe da auch gesehen, so ein Mensch beginnt nicht zu lachen, weil alles großartig ist. Im Gegenteil, ich glaube, das Lachen, vor allem das erste bei einem Säugling, ist ein Ausdruck tiefer Hoffnungslosigkeit. Vielleicht ist die Interpretation jetzt schon sehr österreichisch. Ich hatte den Eindruck, mein Kind beginnt zu lachen in dem Moment, als es begriffen hat, es gibt keinen Weg zurück. Ich habe jetzt 3 Monate geweint, die Mutter wird mich nicht wieder zurück in den Uterus stecken. Ja? Er kann nicht gehen, nicht sprechen und nicht wissen, ob er es jemals können wird. Und wer da noch weinen kann, begreift den Ernst der Lage nicht, so schien es mir. Und deswegen habe ich den Eindruck, das ist es alles, was uns bleibt. Also wir wissen um die Sterblichkeit und wir können nicht mehr tun, als darüber zu lachen. Und das ist, glaube ich, heute ein Missverständnis, wir lachen über etwas. Das ist die Präposition der Wahl. Wir leiden unter etwas und lachen über etwas. Deshalb ist Humor immer überheblich und arrogant. Und das empört viele. Aber es gibt keinen Humor, der, was oft gefordert wird, nach oben tritt. Über dem Humor ist nichts. Und das liebe ich so an ihm. Ich weiß nicht, ob ihr alle schon mal ich war mal dabei, wie Peter Handke einen Witz erzählt hat. Das möchte ich niemandem zumuten müssen. Das heißt, ich glaube, es gibt Menschen, die Fähigkeit haben, Literatur zu schöpfen und oft aber auch nicht dann vielleicht eine humoristische Fähigkeit gleichzeitig haben und deswegen eventuell notgedrungen auf die Humoristen hinunterblicken müssen. Einige der intelligentesten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, waren Humoristen, Gerhard Polt zum Beispiel. Und ich kenne Marlene Strerowitz auch, mit der ich sogar schon gelacht habe. Aber ich glaube, ich habe damals den Witz gemacht. Ich brauche bei Literatur, glaube ich, nie Humor. Ich glaube auch, dass die Literatur, an die ich mich am besten erinnere und die mir am nächsten ist und mir am verwandtesten ist, ohne Humor auskommt. Ich habe mich aber schon dabei ertappt, dass ich humoristische Literatur auch mag und dort lachen musste. Und ich glaube, dass so, wenn du was schreibst, ist das nicht die erste Frage, die du dir stellst, soll das lustig sein oder nicht, sondern ich glaube, dass der Roman selber das erfordert manchmal oder nicht erfordert. Ich finde, man kann auch, weil ich in irgendeiner Kritik über mein Buch stand, das ist wie Knausgard, der aber plötzlich Humor auch hat. Und das ist auch das, was ich bei Knausgard ein bisschen dem vorwerfen würde. Das Buch ist einfach sehr lang und auch ein bisschen öd, wenn man ehrlich ist. Und ich verstehe auch jeden seiner Verwandtschaft, der mit ihm nach dem Buch gebrochen hat. Weil wenn etwas so ungebrochen, ernsthaft, wahrhaftig geschildert wird, da vermisse ich dann ein bisschen schon auch die Fiktion und das Bemühen, sich darüber hinaus noch mehr zu überlegen. Mir ist aufgefallen, dass du, wenn du über das Buch gesprochen hast, immer gesagt hast, ich, also dann bin ich nach New York gegangen. Warum sagst du nicht er
was doch die Figur ist im Roman eigentlich. Weil ich auch beim Lesen die Figur Dirk Stermann gespielt habe. Wahnsinn. Es war vielschichtig, das Ganze. Ja, ja. Ne? Wir haben ja von den 4 Erzählebenen vorher Backstage gesprochen und eine davon sitzt neben mir. Ja, ich bin ja relativ neu in dem ganzen Business, habe das große Glück gehabt, mit 45 Jahren plötzlich meinen Lebenstraum, Schriftsteller zu werden, erfüllen zu können. Und damals, als mein erster Roman, also vor 4 Jahren eigentlich, erschienen ist, habe ich der Verlag fragt, was ich mir vorstellen könnte für den Klappentext, und ich habe dann geschrieben, eine nachdenkliche Meditation über das Älterwerden und die Vergänglichkeit. Und der Verlag hat gesagt, nein, das schreibt man nicht auf dem Buchrücken auf. Und als dann die erste Rezension erschienen ist, das war gleich in der Zeit, und ich glaube, genau so geht es weiter, das wird nur in den großen deutschen Feuilletons rezensiert werden, aber in der Zeit war wirklich meine allererste Rezension, und dort ist gestanden, ein humorvoller, halluzigener Trip in das Absurde des Lebens. Also genau eigentlich das Gegenteil von dem, was ich auf dem Klappentext schreiben wollte. Und so ist weitergegangen. Also beim zweiten Text genauso waren die Nachrichten, also die Rezensionen immer fokussiert auf das Absurde und Schnelle und Humorvolle, was nie mein Sinn im Schreiben gewesen wäre. Aber ich glaube, es stimmt schon. Ne? Also es ist, glaube ich, nicht das Buch absurd, sondern die Realität, in der wir leben, ist absurd. Und wenn man versucht, diese Realität Literatur werden zu lassen, dann wird automatisch die Literatur auch absurd. Also nachdem alles Humor ist, was uns umgibt, weil ohne Humor würde das Ganze ja überhaupt keinen Sinn mehr machen, ist, glaube ich, jeder Realismus automatisch humorvoll. Naja, aber Lisa Eckert, Sie haben ja den Humor als eine Ausdrucksform von einer, also eine Ausdrucksform einer souveränen Haltung beschrieben. Also eine gewisse Souveränität gehört dazu, die eben auch das Anmaßende ausdrückt. Und jetzt habe ich mir gedacht, andererseits ist es doch so, und das ist jetzt in allen Stellungnahmen vorgekommen oder angeklungen, dass humorvolle Texte, im weitesten Sinn humorvolle, komische, witzige Texte, eigentlich notorisch unterschätzt werden. Und dass man andererseits bei sogenannten ernsten Texten oft Zeit braucht, um draufzukommen, dass sie nicht nur ernst sind. Ich denke etwa an die Texte von Thomas Bernhard oder von Elfriede Jelinek, die lange Zeit als todernst aufgefasst wurden. Also wie ist das? Ist der Humor eine Art, die Welt zu sehen? Ich weiß, Dirk, du hast gesagt, das jeweilige Buch fordert die Haltung. Aber es könnte auch sein, dass der Autor einfach eine Art hat, die Welt zu sehen, und er kann nicht aus seiner Haut. Und wenn er, um ein witziges Buch zu schreiben oder ein skurriles Buch, muss man ja die Absurdität der Welt wahrnehmen. Ja, ich glaube, es ist so, also ich denke mal, dass, also ich zum Beispiel, meine Haltung ist so eine, grundsätzlich ist es so eine Art fröhliche Resignation. Passt du gut nach Wien? Passe ich sehr gut nach Wien, und vielen Wienern geht das auch so. Aber auch literarisch, glaube ich. Und so Peter Handke zum Beispiel, ich will jetzt nicht ständig auf Peter Handke los, aber der hat in einem ORF-Interview auf eine kritische Frage zu seinem Standpunkt zu Serbien gesagt, gehen Sie hinfort, ich komme von Homer und Cervantes. Und der Redakteur kam eben von ORF, darum waren sie nicht auf einer. Und man kann sich selber und alles das, was man tut, unglaublich ernst nehmen, aber das ist halt so wahnsinnig peinlich und unangenehm. Das heißt, ich würde mich schon auch immer hinterfragen bei allem und auch das, was ich tue natürlich, aber die Welt eben auch und das zu Beschreibende auch. Und ich glaube, das ist leichter, dass du dann irgendwann auch mal, und das ist jetzt nicht, weil ich Rheinländer bin, dass ich immer alles irgendwie, dass ich auch will, dass etwas gut sein darf, auch im humoristischen Sinne gut sein darf, das ist für mich lebensnotwendig. Weil
Also in Wien ist es so, dass, weil du eben über Wien sprachlich und so, ich glaube, dass das gar nicht so stimmt. Also in Wien, das hat mich am Anfang ein bisschen verblüfft, ist es so, wenn du dann jemanden triffst auf der Straße, ist der klassische Wiener Dialog, wie geht's dir, geschissen und dir, mia. So. Dann habe ich gedacht, boah, denen geht's aber schlecht. Bis ich draufgekommen bin, es ist wahnsinnig klug, weil dadurch schützt du dich vor allem, was wirklich mal schlecht wird. Weil du hast es eh schon gewusst. Also es ist schon okay. Regenschirm des Weisen. Genau. Ich bin fertig. Ja, ich wollte nur sagen, wenn Handke von Cervantes kommt er wiederum vom Humor. Also hat er seinen Leitstern schlecht nachgemacht. Ja, ja. In dem ja, ja, stimmt. Und Joyce hat auch immer gesagt, die Leute übersehen, dass Ulysses ein humorvolles Buch ist, ein lustiges Buch ist. Also ich glaube, wie Sie gesagt haben, gerade die ernsthafte Literatur ist oft die humorvollste Literatur. Wobei es natürlich immer gefährlich ist, über Literatur zu reden. Ich glaube, das ist eigentlich fast unmöglich, so wie man eine Seifenblase angreift. Also sobald man über Humor redet, ist es natürlich extrem unwitzig. Ja. Ja gut, aber Sie als LiteraturwissenschaftlerInnen bleibt auch nichts anderes übrig, beruflich. Über Humor? Ja, über Literatur zu reden. Stimmt, aber wenn wir über Literatur reden, wir haben wirklich ein Problem. Ne? Also die Musikwissenschaftler reden über Musik, über anderes Medium. Die Kunsthistorikerinnen reden über Kunst. Und wir Literaturwissenschaftler, Literaturwissenschaftlerinnen reden mit der Sprache über die Sprache. Und das ist wirklich ein Problem, ne? Dass wir also im selben Medium uns befinden und dadurch kaum abgrenzen können und irgendwie zum Gegenstand selbst werden, den wir eigentlich besprechen wollen. Aber darum ist gerade so unmöglich, über Humor zu reden. Es kommt mir vor, wie wenn man über Humor redet, bleibt ihm nichts mehr übrig. Das ist wie bei Freundschaft vielleicht. Ich finde, wenn man verliebt ist, redet man unendlich über die Liebe. Man muss die Liebe hinausschreien. Aber über Freundschaft redet man eigentlich nie. Wenn man mal beginnt, über die Freundschaft zu reden, dann ist schon irgendwo der Wurm drin. Dann geht diese dem Ende zu. Das ist wie beim Schach, wenn man im Schachspiel Schach sagt, merkt man, das Spiel ist bald zu Ende. Und so ist beim Humor. Wenn man beim Humor Humor sagt, ist eigentlich vorbei. Obwohl beim Schach stimmt das ja nicht ganz. Ich finde, das ist gerade so sensationell, diese Diskussion rund um Hans Niemann, diesen 19-jährigen Amerikaner, wo ja dann nach dem Schach es erst richtig losgeht, die Diskussion und dann die Frage mit den Analkugeln, die er hatte, die ihm, das führt jetzt zu weit. Na, aber es gibt kein Gespräch mehr ohne dem schönen Wort Analkugel, glaube ich. Ich finde, es ist aber schon ein dezidiertes deutsches Problem, ein deutschsprachiges Problem. Also ich meine, am schlimmsten, wenn wir schon ein paar aufgezählt haben, ist es ja beim Kafka. Weil bei Kafka wissen wir, dass es lustig ist, weil er selbst bei seinen Lesungen immer in schallendes Gelächter ausgebrochen sein soll. Täte man das selbst im Deutschunterricht, würde man vom Lehrer verwarnt werden. Also kein Lehrer. Jeder würde sagen, man hätte Kafka missverstanden. Es wäre völlig, völlig verboten, da zu lachen. Appetitlos geradezu. Genau, weil das sei das Ernsteste, was man lesen könne. Und er soll sich selbst oft nicht mehr eingekriegt haben. Aus der englischen Literatur, da scheint das nicht so streng zu sein. Nicht viele andere Sprachen haben diese grässliche Trennung zwischen ernster, wie ist das, E- und U-Kultur, ernst und unterhaltend. Und die Vorstellung, dass der Ernst nicht unterhaltsam sei, ist ja genauso schlimm, wie dass die Unterhaltung nicht ernst sei. Und da wäre es spannend zu sehen und nachzuforschen, was ist da passiert. Weil der Deutsche ist nicht unlustig. Die Humorlosigkeit des Deutschen scheint ja für ihn selbst schon ein identitätsstiftendes Klischee geworden zu sein. Ich schaue jetzt ganz zufällig. Ja, ja. Was aber bizarr ist, weil wenn wir Jean-Paul, das ist einer der lustigsten Autoren, die es gibt, da muss irgendetwas passiert sein. Vielleicht kannst du uns sagen, wo man da ansetzen kann, wann es eigentlich gebrochen ist. Wahrscheinlich hat es was mit der Sprache zu tun, weil die Sprache formt natürlich eine Volksmentalität sehr. Ja. Aber, na, ich wäre grundsätzlich ein bisschen immer vorsichtig mit Begrifflichkeiten, die man Nationen zueignet. Ich habe auch das Gefühl, dass, weil du hast die englische Literatur angesprochen, das stimmt natürlich, sowas wie Stephen Fry, der ist seriös und gleichzeitig wahnsinnig unterhaltsam. Ich glaube aber, dass die Engländer, übrigens ähnlich wie die Österreicher, selber reingefallen sind ein bisschen auf
dieses Klischee, dass sie wahnsinnig lustig sind. So wie die Deutschen ein bisschen darauf reingefallen sind, dass sie wahnsinnig unlustig sind. Weil beides stimmt nicht. Und ich habe in England schon so wahnsinnig unlustige Leute als sehr lustig präsentiert bekommen. Humor ist tatsächlich etwas, das ohne Passport funktioniert. Es gibt Leute, die sind humorvoll, andere sind nicht humorvoll. Und wir, wenn wir jetzt über Humor in der Literatur reden, dann tun wir, glaube ich, so ein bisschen so, als würden wir die Frage stellen, ist es okay, wenn Mario Barth Lyriker wird? Nein, Mario Barth ist halt ein ganz schlechter Komiker. Über den reden wir hier nicht. Es geht ja quasi nur darum, ob Literatur unterhaltsam sein darf oder nicht unterhaltsam sein darf. Und ja, sie darf unterhaltsam sein. Und wann immer Sie Menschen vom Theater treffen mal, dann werden Ihnen alle Theatermenschen sagen, so herrlich einfach ein Drama auf die Bühne zu bringen und so unglaublich schwierig eine Komödie. Und wie machst du das, wenn du Kabarettistin bist oder Kabarettist? Das muss ja urschwer sein, Menschen zum Lachen zu bringen. Das ist das Ärgste. Ja, ist es. Aber Kunstform eben. Gut. jetzt ist schon ein paar Mal Zweitberuf angesprochen worden und die Unterhaltungskultur. Und was alle drei hier auf dem Podium verbindet, ist ja, dass sie eigentlich einen anderen Beruf ursprünglich ausgeübt haben. Jetzt, Sie haben sehr jung schon angefangen, mit einem zweiten Standbein. Aber Stefan Kutzenberger ist eigentlich Universitätslehrer und Kurator und hat spät das Schreiben entdeckt. Und Dirk Stermann ist auch nicht als Autor aufgetreten zunächst. Wie war das überhaupt? Also Sie haben von einem Traum gesprochen, aber kurze persönliche Zwischenfrage, bevor wir uns wieder ganz sachlich dem Thema widmen wollen. Aber wie war das? Also der erste Schritt in die Autorschaft, ins Schreiben? Es sind zwei ganz verschiedene Namen, glaube ich. Also geschrieben habe ich immer schon. Also ich habe echt mein Leben lang, also mit 15 habe ich meinen ersten Roman zu Ende gebracht und seitdem eigentlich nie aufgehört zu schreiben. Nur habe ich gewusst, dass wenn man einen Roman unverlangt zu einem Verlag schickt, dass dieser nicht gelesen wird. Und ich habe dann auch die Studier-E-Literatur, ich bleibe ja eh nah an der Literatur und werde schon irgendwann einmal jemanden aus dem Verlagsbusiness kennenlernen. Und als gelernter Österreicher weiß ich ja, dass es nur über Beziehungen geht. Man muss immer wen kennenlernen und dann kann man auch den Roman unterbringen. Aber die Akademie und das Verlagswesen sind dermaßen getrennte Bereiche, dass ich 25 Jahre lang an der Uni Literaturwissenschaft gelehrt habe und nicht einen Menschen aus der Verlagswelt kennengelernt habe. Ja, allerdings ging es ja um spanische Literatur und portugiesische, glaube ich. Also genau, ich bin auf der Komparatistik und vor allem die Wechselbeziehung lateinamerikanische und europäische Literatur ist mein Spezialgebiet. Und wie gesagt, Sie haben, glaube ich, mehr Bezugspunkte auch beruflich dann. Aber ich schreibe keinen Roman. Aber wie war das dann wirklich? Also haben Sie wirklich jemanden kennengelernt? Ja, dann war ich 45 und bin wieder fertig geworden mit einem Roman. Und dann habe ich gedacht, ich kann nicht mein Leben lang sagen oder denken, eigentlich bin ich ja Schriftsteller. Man kann nicht ein Leben lang im Uneigentlichen leben. Das ist ja ungesund. Und dann habe ich das Manuskript an den Deutige Verlag geschickt, weil ich gedacht habe, das ist der beste österreichische Literaturverlag. Auch die Traumdeutung ist dort erschienen. Und ich habe den eben also an die Direktorin Martina Schmidt dort geschickt und ganz ehrlich dazu geschrieben. Ich habe gesagt, ich bin jetzt 45 Jahre alt, Literaturwissenschaftler. Was kann ich tun, um mich irgendwie von der Masse der unverlangt eingesendeten Manuskripte zu unterscheiden? Und sie hat dann zurückgeschrieben, schicken Sie mir persönlich. Und ich habe sie eben persönlich geschickt. Und zwei Wochen später ist ein dürres E-Mail gekommen, in der sie geschrieben hat, wir nehmen es, das Manuskript. Und ja, das war schön, danke. Und dann hat es noch ewig gedauert, bis zum dritten Buch eigentlich, bis ich es auch über die Lippen gebracht habe, zu sagen, ich bin Schriftsteller. Das war dann wirklich ganz schwierig. Wie geht es euch damit? Sagt ihr, ich bin Schriftstellerin, ich bin Schriftsteller?
Ich sage gar nichts. Das ist das Privileg des Erfolgs, dass mich die Leute beschreiben und ich kann das amüsiert auf mich einprasseln lassen. Aber nein, ich wüsste es gar nicht. Wahrscheinlich, ich würde es nicht abstreiten zu sein, aber ich würde es, das wäre nicht die Selbstbeschreibung meiner Wahl. Aber wenn der Taxifahrer fragt, was sagst du dann? Ich bin die Eckert. Die soll er gefälligst kennen. Und wie wirkt das im Literaturbetrieb? Ich meine, kann mir vorstellen, dass das auf Irritation stößt. Der Literaturbetrieb, also ich empfinde ihn ja als noch weniger familiär als den Kabarettbetrieb. Also man trifft selten Kollegen. Das war einer der Gründe, weshalb ich immer in diesen Betrieb wollte, weil es noch alleiniger ist irgendwie. Mhm. Also, aber das war tatsächlich relativ ähnlich. Ich wollte es auch immer von Beginn an und wusste ebenso, namenlos kann ich mich nicht an einen Verlag wenden. Ich muss vorher anders Berühmtheit erlangen und kann dann eigentlich schon mit diesem Ruhm im Genick mich bei einem Verlag vorstellen. Wirklich ein strategisches Vorgehen. Absolut. Mhm. Also voll und ganz. Ja. Mhm. Jetzt ist natürlich, habe ich das Problem, dass die Kabarettistin mir immer von hinten beim Bücherschreiben auf die Schulter tippt und mir sagt, ohne mich wärst du nichts, bau gefälligst noch eine Pointe ein. Und ich merke, dass ich mir tatsächlich auf die Finger klopfen muss. Das ist dann auch in den Kritiken immer der Zwang zur Pointe. Natürlich, weil ich der Kabarettkarriere das verdanke, machen zu können jetzt, wovon ich eigentlich geträumt habe mit der Schriftstellerei. Es fehlt noch ein Bekenntnis. Ach so, das Bekenntnis. Das Bekenntnis. Also ich nenne mich auch nicht Schriftsteller. Das habe ich immer schon gesagt. Ich glaube, das, weil ich ganz früh, ich arbeite in Österreich eigentlich im Duo zusammen und mein Kollege, der unglaublich faul ist, deswegen auch nicht schreibt, und glaube ich immer ein bisschen neidig ist, dass ich schreibe, der hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, du bist überhaupt kein Schriftsteller, weil ein Schriftsteller gewinnt den Büchnerpreis. Und dann macht das nicht. Ja genau, und dann habe ich ihm gesagt, dann war Büchner aber auch kein Schriftsteller. aber das habe ich trotzdem im Kopf und deswegen habe ich immer gesagt, ja, ich schreibe halt. Und jetzt nachdem das jetzt mein fünfter Roman ist, haben jetzt österreichische Journalisten mich mal gefragt, du würdest du denen es inzwischen dann endlich mal zugeben, dass du Schriftsteller bist? Und dann habe ich gesagt, fast, ich bin schon auf dem Weg, dass ich sagen kann, ich bin Autor. Mhm. Also es ist schon ein Schritt vor Schriftsteller, immerhin. Und du hast natürlich vollkommen recht, das Tolle beim Schreiben ist ja, dass man so alleine sein darf. Das ist das Schöne. Also jetzt nicht nur, weil ich aus dem Duo komme und das sehr genieße, dass ich nur beidhändig am Laptop sitze. Es ist einfach so unvergleichlich gut, auch im Vergleich, so ich mache halt, weil Sie das wahrscheinlich nicht wissen, ich habe so eine Late-Night-Show in Österreich und trete als Kabarettist auf und da gibt es natürlich... Heißt Willkommen in Österreich. Ja genau, Willkommen in Österreich und da gibt es natürlich, weil es klarerweise quotenabhängig auch immer ist, also einen Zwang, dass man schnell und originell ist und lustig. Und beim Schreiben kann man sich so lange zurücklehnen und so viel entwerfen und so langsam sein und das ist so herrlich und niemand muss lachen und wenn dann jemand lacht, also die letzten beiden Romane waren zum Beispiel total ernst, das war aber so schön für mich, auch wenn es irritierend vielleicht für Leute war. Bei dem jetzt hat es mich dann wiederum gefreut, dass dann der Rowohlt Verlag mir so eine Fotoserie geschickt hat von verschiedenen Mitarbeitern des Verlages, Lektorinnen überwiegend, die fotografiert wurden beim Lesen des Romans und alle lachten. Das hat mich auch gefreut, weil es ja doch mein Beruf eigentlich ist. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Voll und ganz. Wir haben jetzt schon ein paar Mal das Österreichische angesprochen. Die Tradition, in der man nicht stehen will, aber doch steht oder vielleicht auch bewusst steht. Und da gibt's ja, es gibt ja da auch so gewisse Klischees. Das eine ist vielleicht der Humor, das andere ist vielleicht die Sprachverliebtheit, der Hang zum Sprachspiel. Und Sie haben es ja jetzt gehört, so ganz von der Hand zu weisen ist das nicht. Also das sind alles Texte, wo die Sprache eine Hauptrolle spielt, wo mit der Sprache gearbeitet wird und nicht einfach nur einfach, jetzt unter Anführungszeichen, etwas erzählt wird. Und was mir aufgefallen ist, auf ganz verschiedene Weise, aber doch, Dialoge spielen in allen Texten eine große Rolle. Also Dialoge, die wirklich auch so ein bisschen Screwball-Comedy-mäßig
inszeniert sind und wo diese, wo auch der Sprach, also auch vielleicht dieser agonale Charakter, dieser Wettstreit wichtig ist. Wie ist das? Also ist das etwas, was beim Schreiben einen Teil des Vergnügens ausmacht? Weil ich kann mir ja einiges von dem, was ich da gelesen habe, schon als Film auch vorstellen, wo so etwas wirklich als Wettkampf aufgeführt wird. Gerade wegen den Dialogen wollte ich nur sagen, das ist gerade für uns Österreicherinnen und Österreicher, die Dialoge sind wirklich sehr schwierig, weil wir ja anders sprechen, als wir schreiben. Mhm. Das ist in Deutschland, glaube ich, je nach Dialekt natürlich auch der Fall, aber vielleicht im Großen eher leichter, dass das Hochdeutsche der Schriftsprache ähnlicher ist. Aber wir schreiben halt Hochdeutsch, aber reden an Dialekt und darum ist die Verschriftung der Dialoge oft ganz schwierig, dass das nicht hölzern wirkt. Und da kommt eben dann noch eine Ebene dazu, die schon indirekt wird. Da glaube ich, deswegen sind auch die englischsprachigen Romane, glaube ich, im Dialogischen schon viel stärker als die deutschsprachigen Romane. Wobei eben im Österreichischen dazu kommt, wie in dem kleinen Ausschnitt, den ich vorgelesen habe, dass wir so nuscheln und irgendwie eh nicht gescheit wissen, wie man Englisch spricht und dann wieder doch versuchen, nach der Schrift zu sprechen, aber das haut dann auch wieder nicht hin. Also, dass die Sprache nicht so zelebriert wird wie teilweise im Deutschen oder gerade im Englischen, fällt es mir auch so auf. Also die Engländer, die zelebrieren ihre Sprache und freuen sich an ihre Sprache, ähnlich wie die Italiener es auch tun, die Franzosen, glaube ich, auch tun, dass die Sprache wirklich eine Freude ist, Französisch sprechen zu dürfen. Und bei uns ist das alles so dahergenuschelt. Als würde man sich ein bisschen genieren. Als würde man sich genieren, ja. Und man weiß eh gar nicht, wie das eigentlich richtig geht. Entschuldige, aber da muss ich kurz, das finde ich sehr interessant, dass du das sagst, weil das exakte Gegenteil ist mein Erfahrungswert. Es mag stimmen vielleicht für die ländlichen Teile des Landes in Österreich. In Wien ist es exakt andersrum. Es gibt sogar Statistiken auch, die beweisen, dass ein durchschnittliches Telefonat in Österreich, in Wien, 10% länger dauert als in Deutschland, weil die Information völlig wurscht ist eigentlich. Es geht nicht um das, was du sagst, es geht ausschließlich um das, wie du es sagst, weil es musikalisch ist. Alleine, wenn du zum Beispiel mit einem Deutschen telefonierst, dann ist das Telefonat aus und dann sagen die Tschüss. In Österreich würdest du denken, was ist los? Haben wir ein Problem oder was? Weil Österreicher sagen immer, also grüß dich, servus, baba, mach's gut. Also alleine schon die Verabschiedung dauert eine Viertelstunde, weil und auch wenn mein Vater zum Beispiel in Österreich ferngeschaut hat und dann so hohes Haus, Parlamentsdebatten, der war fassungslos, der fand das so toll, wie die reden. Er hat gesagt, die sagen sehr wenig, aber wie sie es sagen, ist toll. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Wiener nicht gerne reden. Ich glaube tatsächlich, dass sehr viele Wiener vor allem reden, weil sie sich selber wahnsinnig gerne reden hören. Ich glaube, das kann schon stimmen, aber das ist... Du kommst aus Oberösterreich, ja, wo es ganz anders ist, wo man sehr langsam redet und sich kaum traut, was zu sagen. Weil sowieso eher das Blöcken da scharf rauskommt. Und weil Hochdeutsch eine Fremdsprache. Aber du hängst doch auch nicht ständig mit irgendwelchen Schönbrunner deutschnäselnden Leuten. Nein, nicht Schönbrunnern, aber das ist so quer durch die Bank. Ja, aber ist es auch die Rolle, die die Höflichkeit in Österreich spielt? Ja. Also der Hof ist ja auch schon genannt worden. Der Hof als ein Ort, der bis heute Auswirkungen hat auf die Sprache und das Höfliche. Also die Kürze liegt auch daran, dass ohne Umschweife gesprochen wird. Und allein der Konjunktiv spielt im österreichischen Umgang ja eine viel größere Rolle, dieser Eckert. Ja, das ist auch das, wo ich immer mir das Deutsche erkläre, der dieses Höfische an die Höflichkeit vermisst. Also wo man sagt, das hat vielerlei Auswirkungen gehabt und bei uns war das eben sehr zentralistisch geregelt. Was die Dialoge betrifft, ich finde, da haben wir jetzt halt in der Literatur die grandiose Möglichkeit, noch Dialoge zu schreiben, wo die Leute tatsächlich aufeinander eingehen. Dadurch wirkt es natürlich sehr schnell surreal, weil man so etwas jetzt so im wirklichen Leben kaum mehr beobachten kann. Ich sehe jetzt besonders in der heutigen Gesellschaft, wo Kommunikation über alles gestellt wird, als sei es ein Wert an sich, was man sehr stark anzweifeln kann, eine sehr starke Monologbereitschaft, die sich immer als das Gegenteil
verklärt und beziehungsweise als Dialog. Und das reizt mich an Dialogen, an sich sie zu schreiben. Ich habe bei meinem ersten Roman, das war viel im Dialekt gehalten, das war dann hier in Deutschland ein bisschen schwieriger, deswegen dachte ich... Oh Mama, ja, da hat schon beim Titel teilweise war es manchen zu österreichisch. Deswegen hat es mich jetzt eigentlich im Neuen gereizt, gerade eine Protagonistin eben durch das, was ich sage, diese Kommunikation über alles, eine eigentlich sprachlose, verständnislose Protagonistin zu haben, die sich nicht über die Sprache verständigen kann und einmal über die Souveränität des Schweigens zu schreiben. Es wird ja auch in einer Stelle gesagt, dass ihre Lehrerin der Schule sie sprachlich frigide genannt hat. Die Protagonistin, selbstverständlich. Ja. Wir reden von der Protagonistin. Ja, ja. Das war ein Sie mit kleinem S. Ja, in der Tat, das hat sie mich, die Protagonistin. Nein, das gebe ich auch zu, das war tatsächlich eine reale Begebenheit, weil ich mich nie sonderlich erwärmen konnte für Dialoge in der Realität. Deswegen war meine liebste Sprache eigentlich immer Latein und Altgriechisch, weil da nicht konversiert wurde. Man stieg nicht ein mit Smalltalk. Es gab im Lateinischen kein Hallo, wie geht's? Was ich eine völlige Unart finde, diskursive, dieses gegenseitige Erkundigen nach dem Gemütszustand. Das ist ein Anschlag auf jedes gute Gespräch. Gut, aber die Griechen haben schon miteinander ganz normal geredet, nicht? Aber sie haben es im Laufe der Geschichte, also jetzt, wo es sie nicht mehr gibt, ist das Gott sei Dank verschüttet. Also jetzt gibt es nur mehr Auskünfte, hat er den Rubikon überquert oder nicht? Ja, man hat ihn nicht gefragt, wie es ihm danach ging. Und das habe ich damals sehr geschätzt, aber... Die Frigidität ist da vielleicht schon angeklungen. Ja. Aber die Sache mit der Frigidität ist genau das Gegenteil von dem eigentlich, was ich in den Texten heraushöre, nämlich eigentlich eine große Lust, eine erotische Lust an der Beschäftigung, meinetwegen auch mit der Sprachlosigkeit. Ja, da muss ich dann sagen, da kommt es ja wieder rein. Eine Kompensation, oder? Nein, keine Kompensation. Es ist ja sowieso im Vergleich zu anderen Künstlern, die jetzt mit Musik oder mit Malerei arbeiten, haben wir das schwierige Geschäft, dass wir aus einem Material, das die Sprache ist, dass sie alle für Alltagssituationen verwenden, teilweise missbrauchen, mit dem gleichen Material arbeiten müssen, um daraus Kunst zu erschaffen, was für andere Alltag ist. Und da setzt dann wieder die Lust ein. Aber deswegen bin ich eigentlich abseits der Kunst völlig stumm, also man wird mich als sehr trostlose Figur privat erleben, weil ich mich eben weigere, Sprache für alltägliche Dinge zu gebrauchen. Und mir immer den Anspruch setze, nur Sätze zu sagen, die so noch nie gesagt wurden. Mein Mann sagt immer, das ist eine Anleitung zum Unglücklichsein, aber Glück halte ich für eine Sklavenkategorie. Aber jetzt verstehe ich vielleicht auch, warum dein Kind so viel weint. Sag irgendwas, Mama, Schatz, Liebling, irgendwas. Nein, das ist, deswegen muss ich sagen, das ist die schönste Erfahrung jetzt, wenn man so sentimental werden will, an der Mutterschaft. Ja. Und ich hoffe, dass er längst möglich nicht lernt zu reden. Eine sprachlose Beziehung zu jemandem, das ist unfassbar, muss ich sagen. Ja, also ich lerne ihm nichts. Ja. Das wird ein kleiner Kaspar Hauser, spricht nicht, aber lacht. Ja. Aber er lebt nicht im Kasten? Nein, um Himmels Willen. Er lebt im Keller. Aber also, worum es jetzt auch in diesen Texten geht, ist ja, die Übersetzungsfrage. Also hier gibt es das Sprachlose, es gibt das Französische und es gibt das Österreichische. Dann gibt es natürlich das Spanische und die Verständnisschwierigkeiten mit dem Deutschen, Österreichischen. Und es gibt das Ukrainische, das auch eine Rolle spielt. Und das Englische, das eigentlich sozusagen als Lingua Franca überall verwendet wird, aber eben auch schlecht meistens, also auch meistens missbraucht wird. Aber in allen Texten spielt das eine Rolle. Also es gibt keine homogene Sprache in keinem der Romane. Die Sprache ist immer auf dem Prüfstand und immer irgendwie prekär. Ja, aber sie wird halt benutzt, weil sie Sinn macht, so wie sie benutzt wird. Mein letzter Roman war über einen österreichischen Orientalisten und da, weil der war ein berühmter Übersetzer, der hat 1001 Nacht übersetzt, konnte Arabisch, Persisch, alles und jetzt
musste ich deswegen sehr viel Arabisch und Persisch im Roman auch gebrauchen und habe dann Anfragen bekommen von Arabistikinstituten und alle dachten, ich kann das. Ich habe kein Wort verstanden, was ich da geschrieben habe, aber es klang halt einfach sehr gut und passte gut in die Geschichte. Und ich finde, dass so kann man auch mit Sprache umgehen. Man muss nicht alles begründbar machen. Wenn die Begründung ist, dass es notwendig ist, reicht das auch. Also der Roman ist der Hammer und der Wissenschaftler heißt Hammer Purgstall, Freiherr von Hammer Purgstall, eine wichtige Figur heute noch, glaube ich, ja. In der Orientalistik, Arabistik. Ja. Nur zur Ergänzung. Jetzt ist auch schon ein paar Mal und auch in dem einen Ausschnitt das österreichische Deutsch angeklungen, die Haube und die Mütze zum Beispiel. Ich finde es besonders charmant, dass gerade ein aus Deutschland zugewanderter Wahlösterreicher das zum Thema macht, diese Sprachschwierigkeiten. Ich habe, um die Wahrheit zu sagen, ich habe zweimal Haube geschrieben und Rowold hat gesagt, das versteht kein Mensch, kannst du nicht einmal Mütze schreiben? Jetzt geht es dir auch schon so, wie es den meisten österreichischen Autoren geht, wenn sie in deutschen Verlagen publizieren, vor allem wenn sie noch keinen Namen haben, wie es auch Thomas Bernhard gegangen ist, der sich allerdings gewehrt hat mit Händen und Füßen, dass man den Kasten rausstreicht aus dem Manuskript. Ich übersetze das als Schrank oder den Sessel, der in Österreich für den Stuhl verwendet wird. Und natürlich junge Autoren, die denken sich, ach, was soll ich da lang streiten? Wie erleben Sie das? Sie spielen ja auch damit, nämlich sowohl auf der Bühne als auch in Ihren Texten. Also ich? Ja. In meinem ersten Roman, der ja auch wirklich ein Heimatlandroman war, wurde da nicht lang verhandelt. Also da gebe ich zu, da sind wir drüber gebügelt über Sie Deutsche. Ja, da haben wir gesagt, da müssen Sie jetzt durch, wenn Sie das lesen wollen. Und werden die nicht auch immer unterschätzt, die Leser aus Deutschland? Finde ich schon, ja. Also ich meine auch, dass sie das sehr schätzen. Also mir wurde das zumindest zugetragen, so ein bisschen Lokalkolorit. Und ich fände das auch von oben herab, wenn man nicht ein bisschen was zumuten kann. Also auf jeden Fall. Und bei dem Neuen war es allerdings so, da war es sehr interessant für mich, der sollte nicht Österreichern, mein neuer Roman. Und ich war erstaunt von wie vielen Dingen, die mir dann die Lektorin rausgestrichen hat. Ich nicht wusste, nach 5 Jahren, die ich hier in Deutschland lebe, dass es österreichisch ist. Also ich lerne jeden zweiten Tag noch dazu. Ich glaube mich völlig neutral und völlig, ich glaube auch nicht, dass ich einen österreichischen Dialekt habe, wo jetzt, ich wusste, dass das jetzt wieder gekichert wird. Ja, aber ich höre es nicht. Und auch in meinem Wortschatz, den schätze ich völlig aseptisch bundesdeutsch ein und werde aber fast eben jeden Tag eines Besseren belehrt. Weil es ja nicht nur der Wortschatz ist, sondern auch die Syntax, die Grammatik. Also es ist mehr als nur einige lustige Wörter. Es ist auch tatsächlich die Bedeutung. Also ich meine jetzt mal sowas ganz abgesehen von so, der klassische Satz ist, wo wir uns nicht verstehen werden oder Deutsch und Österreicher nicht, ist, wenn der Österreicher sagt, treffen wir uns gleich da, dann kommt der Deutsche etwas später dorthin, während der Österreicher sofort hier ist. Weil gleich heißt sofort und da heißt in Österreich hier und so wie auch immer. Also das führt dann zum Beispiel aber auch im weiteren Verlauf dazu, wenn Deutsche und Österreicher miteinander zu tun haben. Eine Freundin von mir hatte deutsche Gäste, sie ist Wienerin, die wollten ins Kino abends und sie wollte aber überhaupt nicht, hatte keine Lust, viel zu kalt draußen. Und sie hat dann so eindeutig, es ihr möglich war, gesagt, dass sie nicht ins Kino möchte. Und die Deutschen haben sich angezogen und gesagt, dann gehen wir jetzt. Weil für sie war das quasi diese höfliche Umschreibung nicht verständlich. Ja. Das musst du halt immer mitbedenken. Ja, ich habe einen deutschen Verlag und bei mir ist ganz extrem, finde ich, entaustrifiziert worden. Ganz brutal und ich bin eben so konfliktscheu. Dass aber spielt ja in Österreich zum Teil. Also genau, halt dann also wie gesagt, vor allem als Leserin aus Deutschland möchte ich ja wissen, wie sagen, oder ich denke mir dann, warum sagt der Kissen und nicht Polster, das ist doch ein Österreicher. Ja. Ich habe vor kurzem einen Schweizer Roman gelesen, da ist auch Kissen gestanden und dann habe ich es nicht gewusst, sagt man das Kissen in der Schweiz oder ist das vom Verlag so bestimmt worden? Aber der Lektor hat zu mir gesagt, ja, wenn er sagt, er liegt im Bett und richtet sich den Polster,
dann denkt der Deutsche halt, dass er ein Riesensofa hinter sich liegen hat. Also die Lektoren halten, glaube ich, die deutschen Leserinnen und Leser für geistig minder bemittelt. Ja, ich habe es dann so gelöst, dass ich auf alles eingegangen bin, was mein Lektor mir angestrichen hat. Und dafür habe ich dann in der Mitte des Romans ein Kapitel eingebaut, wo ich mich aufs Ärgste beschwerde und den Lektor aufs Böseste beschimpfe. Aber mir geht das so, weil ich ja österreichische Kinder habe, dass wenn ich Kinderbücher zum Beispiel lese, und die sind ja überwiegend, diese ganzen großen Verlage sind ja alles deutsche Verlage natürlich auch, und darum sind die ganzen Kindergeschichten natürlich sehr bundesdeutsch geschrieben. Und ich finde das meinen Kindern gegenüber, fand ich das immer und finde ich es jetzt auch noch, so ungerecht und unfair, sodass ich immer simultan übersetze beim Vorlesen. Was du nicht kennen wirst, weil du ja mit deinem Kind nicht sprichst, aber wenn du... würdest du ihm vorlesen, dann würdest du auch, also das ist gar nicht so leicht, hält aber geistig sehr wach. Mhm. Das heißt, du musst und dann fällt dir erst auf, wie viel wir in Österreich eigentlich anders sagen. Und die Letzte, die sich da überhaupt nicht drum geschert hat, war die Christine Nöstlinger. Und die hat den größten Kinderbuchpreis überhaupt bekommen, den Andersenpreis. Also, und die hat auch ihre Lektoren dementsprechend erzogen. Also ich glaube wirklich, dass... wenn sie länger dabei sind, werden sie wahrscheinlich mehr Widerstand leisten. Ich glaube, das ist zumutbar für alle, aber... Ich habe auch Nöstlinger schon mal simultan übersetzen müssen, weil da irgendein bundesdeutsches Wort drin war, das ich nicht richtig fand. Wahrscheinlich, das kann doch sein, wahrscheinlich hat sie sich dann auch, je älter sie wurde, nicht mehr so drum gekümmert. Aber ich erinnere mich, dass sie sich darüber auch öffentlich empört hat, dass sie immer noch kämpfen muss um diese Ausdrücke. Also es gibt ja auch wienerische Texte von ihr, die wirklich auf Wienerisch geschrieben wurden. Was ich noch am Schluss ansprechen wollte, ist die Sache mit der Autofiktion. Also das war jetzt auch so ein roter Faden. Wir haben also eine Romanfigur, die heißt Stefan Kutzenberger und die ist natürlich nicht der Autor, aber manches ist dann schon so wie von dem Autor, der da sitzt und Stefan Kutzenberger heißt. Und wir haben eine Romanfigur, die heißt Stermann und der Sohn heißt anders als der richtige Sohn, aber irgendwie das Leben ähnelt doch sehr dem des Autors und bei Ihnen ist es etwas verstellt, also da ist vielleicht am wenigsten Persönliches drin, aber eben, wie man gerade gesehen hat, Schulszene zum Beispiel, also solche Dinge sind natürlich schon auch autobiografisch. Das ist jetzt auch die große Mode, die Autofiktion. Wie ist das? Also ich denke immer, es hat auch was mit Spaß am Verkleiden zu tun, weil man ja nicht weiß, wie wird das dann von den Lesern eingeschätzt? Wie viel Verkleidung ist da? Wie viel die lateinamerikanische Literatur spielt sich überhaupt gern auch mit Identitäten. Es gibt ein Zitat, das Sie im Buch vorangestellt haben von Leonard Cohen. Ich weiß nicht, aus welchem Song das ist, aber es trifft die Sache, um die es da geht, gut. You live your life as if it's real. Ja, also... Gutes Zitat. Das war auch das, was Sie gesagt haben. Sie wollten irgendwann nicht mehr ein künftiger Schriftsteller sein, sondern wirklich auch schreiben und veröffentlichen. Aber wie ist das? Also es wird doch allen von Ihnen so gehen, dass dann die Leute sagen, ach so, also das war also in Paris ist es ja ziemlich arg zugegangen. Wie war das dann wirklich? Hast du dich wirklich gefürchtet vor dem Ukrainer? Also die Grenze ist ja fürs Publikum verschwimmt ja sehr. Ja, und das nehmen Sie in Kauf, nicht? Ja, also beim Publikum ist ja eigentlich egal, aber je näher einem das Publikum ist und wie mein erstes Buch dann eben akzeptiert worden ist vom Verlag, habe ich dann meiner Frau das Manuskript gegeben und war noch ganz euphorisch, voller Freude, dass es gelungen ist, den da unterzubringen. Und am Abend komme ich heim und sie sitzt da, Tränen überströmt und ich sage, was ist denn los? Und sie sagt, ja, was ist mit dieser Französin, deiner Geliebten? Ich war völlig betriebsblind, weil für mich war es natürlich klar, dass die geliebte Französin fiktiv ist. Und ich habe vergessen, sie darauf vorzubereiten. Ich habe dann ihren literaturwissenschaftlichen Vortrag gehalten mit der Trennung zwischen Autor und Erzähler und Protagonist und so weiter. Zu spät natürlich.
Im Nachhinein hat sie gesagt, sie hat mir es eigentlich eh nicht zugetraut. Also nur als Zwischenbemerkung, der Krieg, der in dem Buch, also der Auslöser für diese Flüchtlingswelle ist, das, wobei ja interessant ist, dass hier mal die Spielkarten anders verteilt werden. Hier sind es die Europäer, die die Flüchtlinge sind, und es wird ihm dann gesagt, also wir brauchen keine europäischen Schriftsteller hier in Lateinamerika, kann eigentlich nur irgendwas anderes machen. Also es sind vertauschte Rollen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, der Krieg, da geht es ja darum, dass die Realen gegen die Fiktionalen kämpfen, beziehungsweise Auslöser war die Bemerkung einer uruguayanischen Schriftstellerin, dass die europäische Literatur viel zu real, also zu realistisch sei und viel zu wenig fiktional oder fantastisch. Und das hat dann eigentlich den Krieg ausgelöst. Also insofern sind wir da genau bei dem Thema. Also es sind zwei widerstreitende Prinzipien, und trotzdem sind natürlich, es müssen beide in jedem ernsthaften literarischen Werk drinnen sein. Aber je näher man also an der Realität arbeitet, es gibt zum Beispiel ein Buch von Thomas Glavinic, da schreibt er wirklich über einen Autor und seine Niederlagen hauptsächlich, und das heißt, das bin doch ich. Und Thomas Glavinic hat immer gesagt, nein, das bin nicht ich. Wenn sie bei einer Lesung hat immer gesagt, das bin nicht ich. Hm. Also das ist ja eine Spiegelfechterei. Aber der, unter dem er gelitten hat in dem Buch, nämlich Daniel Kehmann, ist schon Daniel Kehmann. Ja, denn das hat er nicht abgestritten. Ja, ja. Ja. Ich meine, Sie gehen sozusagen ein Risiko ein, indem Sie damit spielen. Also, ja, das kann man so sagen. Man kann es als Mut auslegen. Das, finde ich, wird aber der Fokus zu weit darauf gelegt. Ich empfinde die heutige Literaturszene als wirklich gnadenlos ich-verseucht. Und dass die Leute so schamlos, parasitär sich auf ihre eigenen Biografien stürzen und ohne Geniere, die nicht mal mehr versuchen zu verzerren. Und das Bizarre ist, dass das gewürdigt wird. Ich meine, ich sehe da mangelnden Arbeitswillen. Und ich habe es mir, sehr vorgeworfen in meinem ersten Roman, wo immer ich tatsächlich geschrieben habe, was passiert ist, weil ich dachte, ich komme jetzt meiner Aufgabe nicht nach. Ich mache keine Reportage, ich dokumentiere nicht was. Meine Aufgabe ist es, zu halluzinieren, etwas zu ersinnen. Das ist doch eigentlich unser Beruf. Wenn es mangelnder Arbeitswille ist, ist es das eine. Das Tragische, finde ich, heutzutage ist, dass dieser Bezug zur Realität in den Werken immer öfter zur Bedingung gemacht wird, über etwas schreiben zu dürfen. Wenn ich schreibe aus der Sicht jetzt zum Beispiel eines Geflüchteten, würde mir das um die Ohren gehauen werden, weil ich nicht dazu befugt bin, mich in andere Leute hineinzuversetzen, die nicht mein Geschlecht, mein Alter, meine Hautfarbe haben. Und da wird es dann wirklich prekär, weil das ist doch eigentlich das Großartige der Fiktion und die Grundlage für Empathie. Hier wird an der Fähigkeit zur Empathie gekratzt und gesagt, sich in jemand anderen hineinzufühlen, das geht nicht, das wird den Leuten abgesprochen, und damit sehe ich keinen Grund, warum sich Menschen noch darum bemühen sollten, wenn es von vornherein ausgeschlossen wird. Wäre das Ende der Literatur. Ja. Vor, wenn du bei dem Satz jetzt Dreadlock-Perücke getragen hättest, dann wäre alles aus. Würde, käme die Polizei. Ja, ich finde, also bei mir ist es jetzt so, dass ich so lange schon so öffentlich arbeite, dass die Figur, die da entstanden ist, sowieso eine ist, wo die Leute sich denken, ah, so ist der. Insofern ist es mir ja sowieso komplett wurscht, was die Leute denken würden, würde es um mich gehen. Ist die Figur eine fiktive Figur und alles andere auch. Und das ist eben erfunden, weil sonst hätte ich ja ein Tagebuch geführt, das ich aber natürlich nicht veröffentlichen würde, weil ich bin ja nicht Meschugge. Und für mich ist das so real wie andere Figuren, die ich erfunden habe. Und ich hatte mal ein wunderbares Abendessen mit T.C. Boyle, ich will jetzt nicht angeben, aber weil das so schön war. Da hatte ich gerade einen Roman geschrieben, wo ich mich total verliebt habe in eine Figur, eine Frau. Ich wusste aber, die wird sterben. Und das fand ich so arg. Und ich habe da noch so gelitten, weil die gerade gestorben war beim Schreiben. Und dann habe ich dem das erzählt. Und dann hat seine Tochter war mit dabei. Dann hat er so über den ganzen Tisch zu seiner Tochter gerufen, Dirk just killed a woman he's in love with.
Und die Tochter hat gesagt, cool. Und so, finde ich, geht man mit Literatur um, oder? Es sind Figuren, die du erschaffst, die stimmen entweder oder stimmen nicht, aber es ist egal, weil es ist halt, das ist da drin. Das ist dann irgendwie wie so ein Kasten oder Schrank, den du öffnest und das machst den wieder zu. Und das Leben ist halt alles das, was daneben läuft. Ja, ich habe es sehr lustig gefunden, dieses Spiel mit der Fiktion, das natürlich immer eine Pseudo-Fiktion ist, eine Pseudo-Autofiktion. Aber ich habe mir gedacht, ich kann jetzt nicht mein Leben lang über Stefan Kutzenberger schreiben. Und habe eben ihn, wie ihr gehört habt, im ersten Satz es gleich umgebracht. Das Blöde ist, wie gesagt, der Ukraine-Krieg ist wahr geworden. Und ich glaube ja wirklich an die Literatur, wie andere Menschen vielleicht an eine Religion glauben. Ich glaube an die Kraft der Literatur, dass die Literatur einerseits friedensstiftend sein kann, aber auch, dass sie Wahrheiten bedingt. Literatur kann nicht nicht prophetisch sein. Sie ist immer automatisch irgendwie auch eine Weissagung. Und obwohl ich eben so an die Kraft der Literatur glaube, habe ich den Stefan Kutzenberger umgebracht und blöderweise das in die nahe Zukunft gesetzt. Und er stirbt im September 2022. Und jetzt habe ich noch ein paar Tage und dann kann er wieder abergläubisch werden. Ja, das geht einem dann natürlich besonders nahe, wenn die Figur, die man killt, den eigenen Namen trägt. Das ist verständlich. Am Schluss möchte ich was zitieren, was am Ende von Dirk Stermanns Roman zitiert wird. Und zwar eine Figur, die vorkommt, ist die bereits, jetzt ist sie glaube ich schon 95-jährige Psychoanalytikerin berühmter Hollywood-Größen, Erica Freeman, die in dem Buch auch vorkommt und am Schluss schreibt der Autor in einer Nachbemerkung, er habe sie gefragt, ob das in Ordnung sei, dass sie unter ihrem richtigen Namen in diesem Buch auch eine Rolle spielt und sie hat nur darauf beharrt, dass der Name auch richtig geschrieben wird, nämlich Erika, sie kommt aus Wien, eine Wiener jüdische Emigrantin, Erika mit K. Und dann hat sie noch gesagt, weißt du, manchmal schreibt man über Dinge, die man erlebt hat, manchmal über Dinge, die man noch erleben wird. Das zur prophetischen Kraft der Literatur. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen dreien. Dankeschön und bei Ihnen fürs Zuhören. Und jetzt darf ich Sie aber noch an den Büchertisch erinnern. Sie können alle möglichen Bücher unserer heutigen Gäste kaufen. Es wird immer gesagt, an dieser Stelle käuflich erwerben. Ich weiß nicht, das ist so eine Keuschheit, die verstehe ich nicht. Sie können sie kaufen, Sie können Geld in die Hand nehmen und diese Bücher kaufen. Und die alle drei werden hier oben, Sie kennen das Prozedere, habe ich gehört, sitzen bleiben und werden die auch gerne signieren. Vielen Dank.